Bin ich ganz ehrlich, also eine Mac Pro für 7.000 €, wenn ich das Betriebssystem noch nicht kenne, ist ein bisschen hart, oder? Also ich meine, ich weiß nicht mal, ob ich mit dem Betriebssystem zurechtkomme. Dafür zahlt kein normaler, vernünftig denkender Mensch dann 7.000 € als erstes Gerät. Also bin ich ganz ehrlich. Und ich bin auch der Meinung, dass zum Beispiel der iPod jetzt, ich meine, wofür braucht man im 21. Jahrhundert noch ein iPod in Zeiten, wo man halt Amazon Music Streams hat oder Spotify oder sonst was und man nicht mehr darauf angewiesen ist, seine Musik auf dem MP3-Player mit sich zu führen oder sonst was. Eigentlich hat man ja mittlerweile alles da drauf, auf seinem Handy. Und da ist halt nochmal eine Frage, wie sinnvoll ist es, nochmal ein iPod rauszubringen? Und meiner Meinung nach ziemlich unsinnig. Es gäbe für mich nur einen vernünftigen Grund, weswegen man ein iPod kaufen sollte. Beziehungsweise zwei vernünftige Gründe, wovon der eine, vernünftig ist er jetzt nicht, das kann man so nicht sagen. Aber es ist ein Grund, nämlich einmal der Grund, den ich habe. Aber aus Nostalgiegründen und zum Sammeln, dass man halt einfach hingeht und sagt, hey, ich hab so ein Ding. Ist halt der eher unsinnige Grund, aber nachvollziehbare Grund meiner Meinung nach. Und der zweite sinnvolle Grund ist halt, weil der iPod Touch recht günstig ist, wäre es eine gute Möglichkeit für Leute, die gerne aufs Betriebssystem iOS umsteigen wollen, sich in ein halbwegs günstiges Gerät zu holen, womit sie das Ganze testen können, ob sie überhaupt mit dem Betriebssystem klarkommen. Weil auch wenn man sich ein etwas günstigeres iPhone-Modell kauft, ist man meistens nicht unter 600 € dabei. Also es wird schon recht teuer, wenn man es denn, ne, wenn man sich halt ein iPhone holt und die Preise können halt ziemlich weit nach oben gehen. So ist nicht, das ist ja auch bekannt. Aber das ist mittlerweile bei Samsung ja genauso schlimm geworden. Und wenn man dann halt so ein Gerät für 200 € hat, wo man das Betriebssystem testen kann, klar, es ist immer noch eine Menge Geld einfach nur für das Betriebssystem kennenlernen, ne? Muss man mal eben so ganz klar dazu sagen. Es ist eine Stange Geld, nur weil man das Betriebssystem kennenlernen möchte. Also eigentlich kompletter Schwachsinn, ne? Das will ich nur noch mal betonen. Aber prinzipiell besser 200 € ausgeben und dann halt einen teuren MP3-Player zu haben im Notfall, als wirklich hinzugehen und zu sagen, yo, ich investiere jetzt 600 € und ich weiß nicht mal, ob mir das Betriebssystem gefällt. Das wäre halt wirklich kompletter Schwachsinn. Einfach mal so nebenbei erwähnt. Das sind so für mich die zwei Gründe zum Sammeln und ums Betriebssystem kennenzulernen, wenn man sich nicht sicher ist, wären für mich die einzigen zwei Gründe, warum man sich den iPod holen sollte. Okay, die Sonne geht gleich unter, dann hole ich mir jetzt hier nochmal die Kürbis und sortiere mal oben meinen Krams ein. An Stöckern mangelt es mir, aber wir haben, gut, Dingens haben wir noch. Holz, so ist nicht. Naja, gut, so viel auf jeden Fall erstmal dazu. Gut, dass ich mal darüber geredet hatte. Fällt mir nämlich gerade so ein, ach, die Kartoffeln sind sogar jetzt in Kürbisse. Ja. Weil ich mich irgendwie, wo ich das erfahren habe, übrigens erfahren, dass es so ein Ding gibt und auf die Idee gekommen, wegen Betriebssystem testen, bin ich über den YouTuber Felix Bar, der ja auch ganz gerne Technikkrammer, beziehungsweise ist ein Technik-YouTuber und halt auch, was arbeitstechnisch angeht, also zum Schneiden, Rendern und so weiter, arbeitet er, soweit ich weiß, auch auf Mac als Betriebssystem. Und über ihn bin ich halt überhaupt darauf gekommen, dass es wieder einen neuen iPod gibt. Und meine erste Frage war, wofür braucht man heutzutage noch einen iPod? Weil letztendlich ist es nichts anderes als ein iPhone. Bloß, dass einem die Möglichkeit genommen wird, eine SIM-Karte einzulegen, um. Also man kann halt nicht telefonieren, man kann keine Internet-Flat, kann gar nichts machen. Du bist halt immer auf ein WLAN-Netzwerk angewiesen, um damit halt irgendwas im Internet machen zu können. Und telefonieren oder ähnliches geht halt grundsätzlich nicht. Also es ist letztendlich nichts anderes als ein Mini-iPad ohne diese Möglichkeit, eine SIM-Karte reinzutun, weil beim iPad kann man ja dieses Cellular oder wie man das ausspricht, auch dazu buchen oder abwählen, um halt den Preis technisch geringer zu sein oder nicht, je nachdem, ob man es braucht. Also das bedeutet halt, ob man eine SIM-Karte einlegen kann oder nicht. Und wenn man sagt, ich brauche es sowieso nicht, ich brauche sowieso keine SIM-Karte beim iPad, dann kann man das nämlich halt auch sagen, ich brauche es nicht und dann spart man sich 150 € glaube ich, knapp. Und letztendlich ist der iPod dann nichts anderes als ein, ja, iPad Mini nicht, sondern iPad Nano schon fast, also ein richtig Miniatur-iPad ohne SIM-Karten-Slot. Viel mehr ist das Ding halt eigentlich nicht. Also ich habe mich halt gefragt, wofür man sowas braucht, in Zeiten, wo jeder mit den gleichen Funktionen in der Hosentasche sowieso schon rumrennt.
Ich meine, jeder, der ein Handy hat, und da ist es scheißegal, von welcher Marke und mit welchem Betriebssystem. Okay, gut, wenn es jetzt ein Nokia 3310 ist, seid ihr außen vor. Reden wir mal von Smartphones. Jeder, der mit einem Smartphone rumrennt, hat theoretisch in seiner Hosentasche alle Funktionen, die der iPod kann. Also warum noch ein zweites Gerät mit sich rumschleppen? Und zumal der iPod jetzt, klar, jetzt preislich natürlich recht günstig, aber der iPod hat halt auch jetzt nicht irgendwie so, dass es ein großes Speicherwunder ist oder so, dass man sagen könnte, yo, Alter, wenn ich mir da Filme oder Serien drauf runterladen möchte über Amazon, das Ding hat halt mega viel Speicher. Das kann man halt nicht mehr sagen. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber 128 GB war, glaube ich, Ende bei dem Ding. Und naja, hätte das Ding jetzt irgendwie eine Möglichkeit, einen Speicher auszuwählen von 2 TB oder so, dann würde ich sagen, jo, das ist mal eine Ansage. Und dann halt in einem Preisbereich bei 250 bis 300 €, dann würde ich sagen, ja, gut, kann man mal machen. Ist fast eigentlich eine externe Festplatte mit ziemlich vielen Funktionen bei so viel Speicher, aber wie gesagt, 128 GB ist, glaube ich, Ende, nagelt mich aber nicht drauf fest, könnten auch 256 sein, aber 500 GB gingen, meine ich, nicht. Und der Preis liegt halt bei 32 GB bei knapp 205 €. Also preislich, wie gesagt, für ein iOS-Gerät günstig, aber für einen MP3-Player in dem Sinne oder MP4-Player doch ziemlich teuer. Also, naja, für mich kommt halt in Frage, weil ich ein Sammeln, also weil ich das ganze Ding ganz gerne in meiner Sammlung drin hätte. Aber schauen wir mal. Also ich bin mir fast ziemlich sicher, dass ich mir das Ding holen werde, einfach um es mir ins Regal zu stellen. Beziehungsweise ich bin halt auch ein bisschen am Überlegen, ob ich darüber dann halt auch meine Alexa-App zum Beispiel laufen lasse oder ähnliches. Die Theorie von Felix Barr war ja auch, dass so ein Ding vielleicht auch interessant wäre für Leute, die so ein Teil halt immer irgendwie im Auto im Handschuhfach lassen wollen, als Musikplayer fürs Auto über Bluetooth verbunden und so weiter. Wäre auch interessant, aber da denke ich mir halt, Jungs, ihr habt doch eigentlich auch im Auto immer euer Handy mit, oder? Dann könnt ihr auch einfach darüber Bluetooth verbinden. Wofür braucht ihr denn extra Gerät für? Also einen wirklich sinnvollen Nutzen sehe ich da halt eigentlich nicht drin, außer wirklich der Grund, günstig ein iOS-Gerät zu haben, um das Betriebssystem kennenzulernen. Und dann verstehe ich nicht, warum sie nicht ein neues Design gemacht haben mit der Notch oben und ohne den Startbutton, weil letztendlich, klar, lernst du damit das Betriebssystem kennen, aber wie die neuen iPhones bedient werden, lernst du damit halt immer noch nicht kennen, weil das Ding halt eigentlich immer noch so aufgebaut ist wie ein iPhone 6, beziehungsweise halt wie die alten iPods, ne? Es ist halt, glaube ich, vom Gehäuse her immer noch der iPod Touch 6. Generation. Aber guckt euch auf jeden Fall das Video von Felix Bahn. Er hat da ein bisschen was zu erzählen, er hat es ausgepackt und so weiter und so fort. Und finde ich auf jeden Fall super interessant. Und wie gesagt, für mich kommt es halt nur zum Sammeln in Frage, so als Nostalgie-Kick in dem Sinne. Ansonsten eher nicht. Und ich muss mich nochmal muten, es tut mir leid. So, da bin ich wieder. Mein Gott, ey, jetzt gerade, ne? Habe ich gerade noch rechtzeitig muten können, bevor ich angefangen habe zu niesen. Ich hoffe, ich werde echt nicht krank, ey. Fühlt sich also ein bisschen so an, aber ich habe vor ein paar Wochen schon das Gefühl gehabt, so, ah, fuck, Alter, jetzt werde ich noch krank. Ich hoffe nicht. Das kann ich nicht gebrauchen in den nächsten Wochen. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, iPod Touch. Was natürlich auch schön ist, ist, dass es das Ding wieder in sämtlichen verschiedenen Farben gibt wie früher. Das hatte man ja damals auch mit den iPhones gemacht. Die hast du ja in kunterbunten Farben gekriegt, bis Apple dann irgendwann auf die Idee gekommen ist, ey, wir machen mal einfach schlichte Farben. Sowas wie Schwarz, Silber, Space Gray, Gold. Gold haben sie, glaube ich, irgendwann rausgenommen und gegen Roségold ersetzt. Ja. Nachtgrün, was ich eine super hässliche Farbe finde bei dem Pro-Modell, also bei dem iPhone 11 Pro und 11 und 11 Pro Max. Also, ich finde die schönste Farbe, die Apple grundsätzlich gemacht hat, bei egal was für ein Geräten, ist Space Gray. Es ist schlicht, es sieht cool aus, es ist kein klassisches Schwarz oder Silber, sondern was dazwischen, finde ich schön. Habe ich meinen 6S damals auch gekauft und mein jetziges 11 Pro Max auch. Finde ich toll, finde ich super. Werde ich auch den iPod bestellen. Klar, den gibt es wieder in diesen kunterbunten Farben. Genau wie das iPhone 11, das gab es auch wieder in sehr bunten Farben, weil wahrscheinlich die Nachfrage doch ziemlich hoch war, ein iPhone 11, beziehungsweise grundsätzlich, dass die iPhones mal wieder bunt werden sollen.
Aber in der Pro-Reihe hat das noch keinen Einzug gehalten. Also die Pro-Modelle haben dann doch bisher immer noch die einfachen Farben. Also beim iPhone 11 wäre das, glaube ich, bei den Pro-Modellen wirklich ausschließlich die Farben Silber, Space Gray, Nachtgrün und Rosé Gold. Also ich glaube, ein Schwarz gibt es bei den Pro-Modellen nicht. Das gibt es nur bei den normalen 11er. Aber nagelt mich nicht drauf fest, das weiß ich nicht so genau. Die Farben habe ich nicht auswendig gelernt. Aber ich habe halt lange Zeit geguckt, ob Farben eventuell einen Preisunterschied machen, weil als ich mir das 11 Pro Max geholt habe, es ist nicht günstig, ne? Ich wollte es eigentlich auch mit 500 GB haben, habe es mir aber mit 256 geholt, weil der Preisunterschied doch heftig war und ich mir dachte, okay, so viel Speicher wirst du da hoffentlich nicht drauf brauchen. Mit dem Hintergedanken natürlich, dass ich auch Vlogs mit dem Handy dann in Zukunft machen möchte, ne? Also sprich, ich habe mir schon gedacht, alles klar, du nimmst ein bisschen mehr Speicher, weil da müssen ja immer noch Videomaterial drauf gespeichert werden, wenn du alles auf dem Handy erstmal machen möchtest, die Videos für deinen Zweitkanal. Aber 500 GB habe ich dann doch für ein bisschen absurd viel gehalten und den Preis halt auch für absurd hoch und habe mich dann für 256 GB entschieden. Und ich kaufe meine Handys auch nicht mit Vertrag, muss man dazu sagen. Ich habe eine Karte von Freenet Funk, also SIM-Karte. Da habe ich halt unendlich Datenvolumen, unendlich Telefon und unendlich SMS für 1 € am Tag. Und ganz ehrlich, ich rechne einfach so knapp 30 € im Monat und dann bin ich sorgenfrei. Also habe halt alles unendlich viel. Muss mir um nichts Gedanken machen oder sonst was. Keine erhöhten Handyrechnungen oder sonstigen Kram. Daher auch kein Handy mit Vertrag, immer über diese Prepaid-Karte. Und naja, wenn man dann auf einmal so ein teures Handy dann doch kaufen möchte, muss nicht, mein 6S funktioniert immer noch nach wie vor, ja, ist man dann doch schon mal abgeneigt, 200 € für 256 GB Speicher extra zu bezahlen. Da denkt man sich dann doch so, reichen nicht 256 GB völlig aus? Und dann habe ich mich halt doch dafür entschieden und nicht die 500 GB genommen. Ja. Und da war ich halt am Überlegen, okay, guckst du mal nach, ist Silber vielleicht günstiger als Space Gray oder gibt es Schwarz oder so? Ich wollte halt, Nachtgrün fand ich hässlich und irgendwelche knalligen Farben oder Rosé Gold oder Gold möchte ich nicht, weil ich finde, ein Handy in Gold oder Rosé Gold sieht immer so ein bisschen, also Rosé Gold geht ja noch, also das sieht halt eigentlich eher weiblich aus, wobei ich auch einen Kerl kenne, der Rosé Gold sein iPhone hat. Aber prinzipiell denke ich immer, gut, sieht halt nach einem Frauenhandy dann aus. Aber ein Handy in Gold holen, das sieht immer so nach Möchtegern aus, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Und dann noch ein iPhone, ne? Also iPhone sehen da sowieso viele Leute, die kein iPhone nutzen, denken häufig, dass Leute, die ein iPhone haben, das nur haben als Statussymbol. Und wenn man es dann noch in Gold hatte, dann, ja, dann bestätigt man solche Leute ja in ihrer Vermutung, dass also ein iPhone-Besitzer das Ding nur als Statussymbol hat. Gut. Aber das Thema will ich gar nicht erst lostreten. Also iOS versus Android, beziehungsweise Apple gegen Samsung will ich jetzt gerade gar nicht lostreten, genauso wenig wie ein Konsolenkrieg. Es führt zu nix, so eine Diskussion. Und dementsprechend, alles cool. Auf jeden Fall wollte ich halt irgendeine schlichte Farbe haben, also sprich Schwarz, Silber oder Space Gray, und es hat von den Preisen her keinen Unterschied gemacht, egal welche Farbe ich genommen hätte. Also auch Nachtgrün wäre nicht günstiger gewesen, obwohl ich die Farbe ziemlich hässlich finde. Aber gut, das ist Geschmackssache. Ich kenne auch Leute, die sagen, ey, das Nachtgrün sieht hammergeil aus. Aber gut. Ich muss allerdings auch sagen, das Space Gray sieht jetzt gar nicht so Space Gray aus wie früher. Und das liegt einfach daran, dass die hinten wieder ein Glascase gemacht haben, in Anführungsstrichen. Also Case heißt es, glaube ich, nicht. Halt, die Abdeckung hinten ist halt wieder aus Glas, so wie es damals bei den iPhone 4S war. Danach haben sie ja eigentlich immer alles aus Aluminium gefertigt. Und also die Glasabdeckung haben sie aus dem Grund gemacht, damit dieses QI-Charging, also dieses kontaktlose Laden, möglich ist, dieses induktive Laden. Das würde nämlich bei einer metallernen Oberfläche, bei einem metallernen Gehäuse, würde das wohl nicht funktionieren. Und deswegen haben sie sich halt für Glas entschieden. Und ja. Wenn ich so mal die Farben nebeneinander halte, bin ich mir. Also ich habe extra nochmal die Verpackung von meinem alten 6S rausgeholt und geguckt, ob da auch wirklich Space Gray draufsteht und nicht Silber, weil im Vergleich zu dem neuen Space Gray sah das alte halt doch sehr, sehr silbern aus und eigentlich überhaupt nicht grau. Aber okay.
Naja, also ich finde das neue Space Gray nicht hässlich, aber ich hätte dann doch schon. Ich habe was anderes erwartet. Von meiner alten Erfahrung her, aber wahrscheinlich sieht es dann halt einfach auf den Kunststoff hinter dem Glas anders aus wie damals auf dem Aluminium. Naja. Ich fand das Aluminium damals hatte übrigens eine bessere Haptik. Ich fand das wirkte hochwertiger. Naja. Gut. Und da ich induktives Laden sowieso nicht nutze, ist das für mich eigentlich eher sogar ein Manko bei dem neuen Handy, aber naja. Machst du nix? Machst du nix? So ist das manchmal. So. Wollen wir nochmal ein bisschen rumbauen hier? Ihr könnt ja aber einfach eure Meinung in die Kommentare schreiben und toleriert auch gerne andere Meinungen. Also, darum bitte ich euch, toleriert andere Meinungen. Also, wenn irgendwer sagt, yo, Apple-Produkte sind absolut nichts für mich, das gescheit begründet, ist das völlig akzeptabel. Und flamet den Dude bitte nicht dafür. Und die Leute, die halt sagen, yo, die finden Apple voll geil und können halt mit Samsung nichts anfangen oder sonst was, also respektiert euch einfach gegenseitig, okay, und benehmt euch nicht wie im Kindergarten. Weil das passiert ganz gerne mal in Communities, wenn man solch ein Thema anspricht. Ich toleriere jeden, egal was für ein Handy er hat, aber was ich absolut gar nicht abkann, ist, wenn man mir unterstellt oder prinzipiell also wirklich alle iPhone-User über einen Kamm schert und wirklich sagt, okay, die haben das Ding sowieso nur als Statussymbol, dann denke ich mir so, Alter, nee, so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wenn ich ein Statussymbol haben wollen würde, dann würde ich mir wahrscheinlich die dicksten Beats-Kopfhörer kaufen und mir ein Samsung Galaxy Fold für 2100 Euro und eine Rolex. Weiß ich nicht, also ein iPhone als Statussymbol. Ich finde, das ist ein Argument, was heutzutage gar nicht mehr zieht, da Samsung mittlerweile genauso teuer oder sogar teurer ist. Wie gesagt, das Fold ist das beste Beispiel. Das Samsung Galaxy Fold ist einfach teurer als ein voll ausgestattetes iPad Pro. Muss man mal dazu sagen. Also iPad Pro mit Maximum Speicher, SIM-Karten-Slot und allem drum und dran ist günstiger als ein Samsung Galaxy Fold. So viel mal dazu. Aber gut. Also, ne, es gibt viele Punkte, warum man sagen kann, man mag Apple. Es gibt viele Gründe, warum man sagt, man mag Samsung und kein Apple. Aber der Preis ist ein Grund, den ich seit wenigstens 2, wenn nicht sogar fast 3 Jahren nicht mehr akzeptiere, weil die Preise sich kaum noch was tun in den oberen Ligen. Was ich wohl jetzt gehört habe von einem Kollegen, der auch ein Handy von der Marke hat, ist, dass der chinesische Hersteller Xiaomi oder wie auch immer man das ausspricht, ich bin leider kein Chinese, der soll wohl sehr, sehr gute Handys machen zu einem verdammt guten Preis, was wohl auch mitunter daran liegt, dass der Hersteller keinen Cent mit seinen Handys verdient. Also er verdient halt quasi nichts dazu. Also ja, das, was an Materialkosten und Mitarbeiterkosten und sonst was draufgehen, ist wohl im Schnitt plus minus null. Und die Handys sollen halt wohl echt gut sein. So wie ich es mir sagen lassen habe. Er zum Beispiel hat auch ein Handy von der Marke, fragt mich aber jetzt nicht nach dem Modell. Und so hat sich da das Betriebssystem von OnePlus drauf gemacht und sagt, er wäre super zufrieden damit. Kann ich mir auch gut vorstellen. Klingt ja auch einfach erstmal alles ziemlich schlüssig und ich habe mir jetzt auch ein Produkt von denen geholt. Ich wollte mir schon immer mal irgendwie so eine Fitnessuhr holen, so eine Armbanduhr. Am liebsten halt eine richtige Smartwatch. Also, ne, für mich persönlich wäre ein absolutes Highlight, eine Apple Watch zu holen, aber ehrlich gesagt sind mir die derzeit noch zu teuer dafür, dass ich weiß, ich würde sie nicht in dem Umfang benutzen, wie sie könnte. Und deswegen habe ich mich erstmal zu einem Fitnessarmband, also Fitnessarmbanduhr von Xiaomi entschieden, nämlich das Mi Band 3, Mi Band 4 ist es, und ich bin erstaunt von der Akkuleistung, ich bin sehr angetan von dem Design, es sitzt wirklich super, also man merkt nicht, dass man es oben hat, allen drum und dran, finde ich super. Ich bin sehr zufrieden damit, Akkulaufzeit zwischen 6 bis 8 Wochen, kein Problem, und was will man mehr? Was will man bitte mehr? Also, aber ich bin gespannt, wie es im Langzeittest ist, prinzipiell. Also ich habe es wirklich, das Schöne ist bei dem Ding, man merkt es nicht, wenn man es um hat, man kann es einmal anlegen und vergessen und alles ist schön. Also wirklich auflegen, aufladen, anlegen, vergessen für 6 Wochen und dann lädst es halt mal wieder irgendwie für 1,5 bis 2 Stunden auf und dann vergisst es halt wieder.
Und selbst um das Teil da rauszunehmen, um das ganze, also der Kern, der eigentliche, die eigentliche Uhr, der Kern, den kann man aus dem Silikonband rausnehmen und ins Ladegerät reinlegen. Und man kann halt währenddem sogar das Armband anlassen. Also das Silikonband, wo der Kern drin ist, kann man einfach anlassen, wenn man möchte. Muss man nicht unbedingt ablegen dafür. Also es ist halt wirklich super entspannt. Ich meine, früher oder später werde ich mir sicher mal eine Apple Watch holen. Aber derzeit muss ich sagen, ich würde sie wahrscheinlich nicht in dem Umfang nutzen, wie man könnte. Also das Potenzial würde ich wahrscheinlich einfach gar nicht nutzen und dafür ist es mir zu viel Geld für ein technisches Spielzeug in dem Sinne. Da war ich mit dem Mi Band 4 für 35 Euro, glaube ich, echt überrascht. Also preislich, also wie gesagt, bisher gefällt es mir. Ich habe es jetzt seit 2 Wochen im Benutz. Ich habe es jetzt einmal aufgeladen, weil ich es ziemlich leer gekriegt habe. Also der Akku war nicht voll. Seit 2 Wochen habe ich es jetzt im Betrieb. Bisher super zufrieden damit und naja, ich werde weiter berichten. Vielleicht mache ich da irgendwann mal ein Video zu auf dem Zweitkanal zu. So. Wäre vielleicht mal so ein Thema, worüber man ein Video machen könnte. Naja. Zack, zack, zack. Kommen wir ja doch echt gut weit, ne? Wenn ich das mal so angucke. Gut, klar, wir haben auch noch einiges vor und so ist ja nicht. Ja, also so schnell arbeitslos werden wir hier nicht. Das ist ja jetzt kein Ding. Aber an der Stelle hier, weil ich mache eben kurz diese Stufe mal zu Ende, würde ich mich mal verabschieden und sagen, wir sehen uns hier gerne beim nächsten Mal wieder. Schreibt gerne Themenvorschläge ab in die Kommentare. Ein Thema habe ich noch für den Notfall. Eins habe ich heute angesprochen, wobei das könnte ich noch mal ein bisschen aus. Naja, eigentlich nicht. Also es war das Thema mit dem Mac Pro, aber das habe ich auch beim letzten Mal schon angeteasert. Ein Thema habe ich noch, worüber ich reden könnte. Themenvorschläge bitte ab in die Kommentare gerne. Dann kann ich da gut drüber reden. Ich werde mir auch weiterhin Gedanken machen. Beim nächsten Mal bauen wir hier weiter unsere schöne Mauer und schaut unten. Unbedingt in der Videobeschreibung, dort findet ihr Links zu Social Medias, Zweit- und Drittkanal von mir und sonstigen Kram. Und unbedingt bewerten, Abo nicht vergessen und Kommentare schreiben. Konstruktive Kritik, was soll ich verbessern, was hättet ihr gerne anders, was fällt euch so ein, was ihr gerne hättet. Auch gerne zukünftige Let's Play-Projekte, wo ihr sagt, Alter, das Spiel mal unbedingt, das ist ziemlich geil. Aber hauptsächlich im Moment Nintendo Switch-Spiele. Also wäre gut, wenn ihr da Empfehlungen raushaut, vielleicht irgendwelche Insider-Tipps und nicht diese Nintendo-klassischen Titel. Aber gut. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos, euer NicoTube. Cheerio!